Liebe Gemeinde, heute möchte ich mich einmal von dieser Stelle unserer Stadtkirche an Sie wenden. Nicht mit einer Videoandacht, auch nicht mit Musik, sondern eher mit einem persönlichen Wort. Noch einige Zeit werden wir hier in der Stadtkirche keine Gottesdienste feiern können, auch nicht zum Osterfest. Das tut mir wirklich weh. Aber in diesen Zeiten kann es wirklich nur die eine Botschaft geben, zu Hause zu bleiben, wann immer es irgend geht, damit nicht noch mehr Menschen gefährdet werden oder gar sterben müssen. So widersprüchlich es auf den ersten Blick auch klingen mag, soziale Distanz ist zurzeit allererstes Gebot christlicher Nächstenliebe. Und ganz viele Menschen verstehen das auch und leben das. Gott sei Dank. Aber ich neige immer dazu, selbst in so schwierigen Zeiten auch Positives zu sehen. Und in der Tat, da gibt es ja manches. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft wächst. Wir lernen uns wieder auf wirklich Wichtiges zu konzentrieren. Viele, vorher wenig geschätzte Berufe, bekommen neue Wertschätzung. Und natürlich gibt es ganz viele Beispiele dafür, wie Menschen anderen helfen. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Möglicherweise kann uns diese Krise auch helfen zu sehen, was für uns als Christen und Kirche wirklich bedeutsam und unverzichtbar ist. Denn das, was vielen Christen wirklich wichtig ist, werden wir sicher nachholen können, wenn das wieder möglich sein wird. Etwa die Konfirmationen, die Trauungen, Taufen und anderes. Manches ist vielleicht auch gar nicht so wichtig und unersetzlich, wie wir dachten, sodass wir es auch ganz gut durch anderes in dieser Zeit ersetzen können. Etwa unsere sonntäglichen Gottesdienste und Andachten, die wir sonst hier feiern. So entstehen ja auch viele neue Ideen und Anregungen, die unser kirchliches Leben nachhaltig verändern, aber auch bereichern können. Und natürlich gibt es auch Dinge, die wichtig sind, die wir aber nicht nachholen können, weil sie eben an bestimmte Zeiten gebunden sind. So wie jetzt etwa der Karfreitag und das anstehende Osterfest. Natürlich können wir in diesem Jahr nicht in den Kirchen zusammen sein, aber das heißt ja nicht, dass Karfreitag und Ostern einfach so an uns vorbeiziehen. Die Glocken werden an den Feiertagen läuten, sie werden uns erinnern, wofür Karfreitag und Ostern stehen. Karfreitag um 15 Uhr zur Todesstunde Jesu, Ostern um 12 Uhr mit vollem Geläut als Zeichen für die Auferstehung Jesu Christi. Auch die Bläser werden an beiden Tagen zu hören sein. Beides, nicht nur in unseren Gemeinden, sondern in allen, und zwar in ökumenischer Verbundenheit, in evangelischen und katholischen. Und dann wird es auch wieder richtige Videoandachten aus unseren Kirchen geben. Zu Karfreitag aus der Martin-Luther-Kirche und zu Ostern hier aus der Stadtkirche. Liebe Gemeinde, es sind gerade wirklich schwere Zeiten in vielerlei Hinsicht, für manchen Existenz- oder gar lebensbedrohlich. Da hilft nur noch Beten. Diesen Satz habe ich schon oft gehört, allerdings auch in ganz anderen Zusammenhängen. Von Menschen, denen das Gebet vertraut ist und etwas bedeutet, aber auch von Menschen, denen das Gebet vielleicht eher fremd ist. Was hilft in diesen Zeiten der Krise, die unser gewohntes Leben völlig auf den Kopf gestellt haben? Denen, die allein leben, wenn Menschen die Einkäufe für sie erledigen. Der Kassiererin im Supermarkt helfen auch die aufmunternden Worte der Kunden. Dem Patienten im Krankenhaus tut es gut, auf kompetente Ärztinnen und Ärzte zu treffen, auf Schwestern und Pfleger, die trotz der großen Belastungen ihm freundlich zugewandt bleiben, und natürlich, solange ausreichend Kapazitäten in unseren Krankenhäusern vorhanden sind. Uns allen hilft, wenn wir die strengen Regeln konsequent einhalten. Gott sei Dank, es gibt viele, die helfen. Und Gott sei Dank gibt es vieles, was hilft. Und viele Menschen entdecken viele hilfreiche Möglichkeiten, füreinander da zu sein. Dafür bin ich dankbar. Persönlich bin ich auch dankbar für die Möglichkeit des Gebets. Im Gebet kann ich ungeschönt und ungeschützt vor Gott ausbreiten, was mich bewegt. Meine offenen Fragen und Zweifel, meine Sorgen und Ängste,
meine Freude und meine Dankbarkeit. Nicht immer erhalte ich darauf eine Antwort auf mein Gebet. Aber es tut gut, abzugeben, loszulassen, sich einer Kraft anzuvertrauen, die größer ist als meine Kraft, die diese Welt und auch mein persönliches Leben über alles verstehen und begreifen in seinen guten Händen hält. Amen. Lasst uns beten mit den Worten des sogenannten Pandemiegebetes für die, die am meisten gefährdet sind. Wir, die wir bloße Unannehmlichkeiten haben, denken an die, deren Leben auf dem Spiel steht. Wir, die wir ohne Risikofaktoren leben, erinnern uns an die, die besonders verletzlich sind. Wir, die wir den Luxus haben, von zu Hause aus zu arbeiten, denken an die, die wählen müssen zwischen der Sorge um ihre Gesundheit und der Möglichkeit, die Miete zu verdienen. Wir, die wir für unsere Kinder sorgen können, wenn die Schulen schließen, denken an die, denen dieser Weg nicht offen steht. Wir, die wir Urlaubsreisen absagen, denken an die, die keinen sicheren Ort haben. Und wir, die wir Gewinne im Tumult der Wirtschaft verlieren, denken an die, denen finanziell das Wasser bis zum Hals steht. Wir, die wir zu Hause in Quarantäne leben, denken an die, die keine Heimat haben. Indem Angst unser Land erfasst, lass uns die Liebe wählen in dieser Zeit, in der wir einander nicht umarmen können. Lass uns Wege finden, die liebende Umarmung Gottes zu sein für unseren Nächsten. Gemeinsam beten wir, so wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.